So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines auf dem Kanal Gamers Club. Mein Name ist Janik und ich begrüße euch ganz herzlich zurück. Ja, ich weiß gerade nicht, wo wir aufgehört haben. Aha. Wir haben hier urkomische Autobahn-Aus- und Umfahrten. Ich mache das mal für mich leiser, das Spiel. Und ich habe jetzt die Objekte erstellt. Das heißt, wir müssten jetzt hier irgendwo Parkfläche haben. Genau. Verdammt! Ich habe es echt falsch rum gemacht. Fuck. Ja, werdet gleich sehen, was ich meine. Ah, nee, sogar richtig rum. Okay. Ich dachte gerade. So. Wir haben hier nämlich die Parkflächen des Flughafens. Na. So. Geht um eins nicht auf. Sieht da folgendermaßen aus. Wir haben hier lauter solche Parkflächen. Passt mir aber noch nicht so ganz in den Kragen, wie es hier jetzt gerade gelöst ist. Ja. Hätte ich vielleicht nicht als Park machen sollen. Abgesehen davon passt um eins nicht hin. Da müssen wir jetzt aber was anderes überlegen. So. Ja, Parkflächen, genau. Wir waren da stehen geblieben. Die habe ich jetzt einfach mal gebaut. So, dass ich auch noch rauskriege. Und was hatten wir jetzt gerade für ein Problem, dass wir die alle wieder abgerissen haben? Achso, ja, genau. Das Terrain. Das hätten wir wahrscheinlich sogar so hinbekommen. So, ich weiß nicht, welches das ist. Welches gleicht denn an? Also das macht Löcher. Das müsste dann das Angleichtool sein. So. Dann gleichen wir hier mal die ganze Fläche ein bisschen an. Dann schauen wir mal, was draus wird. Und wir müssen jetzt einfach gucken, ob wir die Parkflächen so platzieren können, wie wir das wollen. Die kommen von der Autobahn. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier rum, ich sag mal, die Dinger ausrichten. So. Hier lassen wir jetzt frei. Und hier kommen die von der anderen Seite. Das System ist nämlich, dass sie von der Autobahn ja... Da haben wir Einbahnstraßen gebaut, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sonst wäre das jetzt gerade echt fett. Ja, genau. Schauen wir mal. Ja, das sind Einbahnstraßen. So, wir haben jetzt hier in der Mitte einfach was, wo es um 1 nicht aufgeht. Dann müssen wir einfach schauen, dass wir hier die Straße um 1 verkürzen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Dafür pausieren wir mal kurz das Spiel. Ja. Okay, dann nehmen wir wieder die Straße. Ja, wobei, ich würde sogar mal ganz krass hergehen. Und dann würde ich jetzt... jetzt wenn hier anfangen würde, wie weit würde... Ah, wie kriege ich denn das raus? Die geht bis zu... Die geht drei... Striche lang, okay. Sie geht exakt die Striche entlang. Jetzt habe ich die Bushaltestelle abgerissen. Wie intelligent bin ich denn? Oder steht die jetzt noch dran? Nein, natürlich nicht. Gut, die müssen wir wieder hinzufügen. 1, 2, 3. Dann geht's darüber. Oder ist das jetzt zu lang? Nee, das könnte sogar hinhauen. So. Die Stromleitung legen wir neu. Mist. So. Erstmal provisorisch reicht ja. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier einerseits... Ach, die Bushaltestelle steht wieder da. Das ist schön. Schön, dass die nicht gleich verloren gehen. Und jetzt müssen wir hier, wenn ich es richtig im Kopf habe... Ist das um... Na, geht immer noch nicht auf.
Ich habe eine andere Idee. Da hätte ich auch früher drauf können, kommen können. So, wir haben ja hier den exakten Punkt. Das ist ja genau an der Straße. So, jetzt müssen wir eigentlich nur dafür sorgen, dass wir genau an diesem Stück... Ich jetzt einfach so eine Straße, da behelfe ich mich echt von Mitteln, die nicht schön sind. Dann müsste man hier nämlich... Genau. Und dann bauen wir hier exakt die Parks hin, wie wir sie brauchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, um 1 geht es nicht auf. Ah, jetzt habe ich natürlich darüber geklickt. Das wollte ich jetzt nicht. Geh mal wieder da weg. Okay, jetzt brauchen wir die Straße. Dann nehmen wir jetzt einfach mal ein langes Stück. Ich klicke mich hier durch die Menüs durch und habe keine Ahnung, wo ich hin will. Aber dann kann man das ganz gut lösen, finde ich. So. Den Strom verlegen wir jetzt um 1. So. Dann sollte diese ganze Parkinsel... Na, dann machen wir jetzt noch ein Stück Straße weg. Sollte die ganze Parkinsel so stehen... Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber das zwischendrin, der Platz gefällt mir nicht. Wir haben hier noch die Parkplätze 4 auf 1. Die passen jetzt natürlich nicht rein. Aber so ein Parkplatz, ganz ehrlich, passt da jetzt auch nicht wirklich. Das heißt, wir müssen uns da auf jeden Fall noch was... Entweder wir bauen uns da noch was, das dann so 3 ist und 3 hochgeht. Oder wir lassen es, genau. Okay, also die Leute fahren immer... Ja, dann habe ich es jetzt theoretisch immer falsch gebaut. Aber das ist eigentlich wurscht. Hier ist so Kiosk zum Ticket ziehen fürs Parken. Ist aber von beiden Seiten eigentlich recht offen gestaltet. Da ist es eigentlich egal. So, das war mal das eine Bauprojekt, dass wir hier jetzt endlich die Parklücken haben. Parklückenfüller. Und dann haben wir hier ja langsam... einen Flughafen, den man sich wirklich ansehen kann. Parkplätze hier. Da geht es darüber zum Flughafen. Die Busse fahren da rum. Ist das relativ verschwenderisch, aber das wird sich schon noch füllen. Genau. Und dann haben wir das nächste Problem. Wir müssen ja irgendwie weitermachen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir können gerade kein Gebiet dazu kaufen, weil das brauchen wir da drüben auch dafür. Ich möchte jetzt langsam mal anfangen, mit den Autobahnen rumzuhantieren. Und mal ein paar Malteserkreuze zu bauen. So, Malteserkreuze sind... Wo ist das Handtuch runtergefallen? Malteserkreuze sind eine spezielle Form von Autobahnkreuzen. Da fährt die eine Autobahn drüber und die andere geht drunter. Und ich bin gerade am Überlegen, wie wir das hier realisieren wollen. Auf jeden Fall ist hier Mordsstau. Das Gebiet brauchen wir auch noch. Aber ich würde sagen, damit wir... Hier, wir müssen mal schauen. Hier lohnt sich das fast noch gar nicht. Abgesehen davon müssen wir diese Mülldeponie mal entleeren. Sonst wird das hier gar nichts. Weil wir die ganze Produktion jetzt mal verschieben müssen. Wenn wir da hinten noch Platz, den wir ungenutzt lassen. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, haben wir hier... Genau... Wir haben hier schon so gebaut, dass es eigentlich... So, dann probieren wir hier noch eine Ausfahrt hinzukriegen. Gut, gut, gut. So, das lassen wir dann in eine normale Straße übergehen. Für Müllabfuhr reicht die hier locker. Machen wir aber eine Gerade. So, und dann schließen wir dieses Endstück hier an der Straße an.
Das ist ein bisschen zu unpraktisch gebaut. Und da geht noch so ein Endstück ab. So. Dann können wir auf jeden Fall hier mal die Müllabfuhr rein verschieben. Wird wahrscheinlich ein bisschen problematisch aus einem Grund, dass sich natürlich hier jetzt die Streckenlängen verändern. Unschön, aber muss so. Schauen wir mal, welches Streckengebiet versorgt der. Ja, das sehen wir erst dann, wenn es fertig ist. Mit der Verlegung. So, hier haben wir natürlich noch keine Wasseranbindung. Haben aber in 0, nichts gelegt. So. Dann machen wir den Strom mal rüber. Und was wir auch noch machen, ist so ein... Das könnte uns echt Probleme machen, aber... Wir bauen jetzt hier einfach einen Tunnel. Der uns hier direkt mit dem Stadtgebiet verbindet. Aber so als... Damit sich die Streckenlänge nicht zu sehr verändert. Dann können wir nämlich dieses Gebiet bald umbauen. Ein Gebäude steht in Flammen. Die sollte aber mit Feuerwehr echt kein Problem sein. Genau, die sind ja schon dran. Weil ich möchte ein paar Autobahnsachen ausprobieren und möchte dann auch mal langsam anfangen, hier eine Autobahn zu bauen. Ich denke, das haben wir hier uns langsam auch verdient. Problem wird sein, wenn wir diese überirdisch ziehen, was wir ja zwangsweise müssen, müssten wir hier das Strandgebiet noch ein bisschen komprimieren, um das mal so auszudrücken. Warum fehlt hier jetzt Strom? Ach so, na klar. So. Damit wir wieder am Stromnetz angeschlossen sind. So. Hier fahren dann hoffentlich demnächst mal Züge und Autos. Ich denke, wir können da mal ganz stolz auf uns sein. Langsam fängt ja an, dieses Gebiet belebt zu werden. Ich weiß nicht wieso, aber es sollte so sein. Und hier haben wir so ein komisches Kleeblatt. Hier würde es sich noch nicht anbieten, weil... Ich bin gerade echt am überlegen, was wir hier machen müssten. Wir müssten hier eigentlich so eine Art Endkreuz bauen. Eigentlich. Aber das gibt's so nicht. Da müssten wir uns was anderes überlegen. Das wären dann die hier. Wäre die drüberführende. Da fährt mir aber noch nichts zu ein. Also da müssen wir uns noch was überlegen, klar. Der erste, der den Parkplatz schon nutzt. Und das erste Flugzeug kommt hier an. Richtig nett. So. Haben wir das ganze Flughafengebiet bewiesenermaßen mehr oder weniger schön natürlich schon aufgebaut. Und dann wird das hoffentlich auch entsprechend genutzt. Diese Schleife werden wir noch umbauen. Aha, irgendwelche... Okay. Ja, also wir haben hier anscheinend Ascheprobleme. Von Vulkanasche. Weil die hier kommen sollen, weiß wohl auch nur Gott. Genau, da drüben wird nämlich dann... Über diese Insel wird die Autobahn, geht dann auf diese. Das ist das Ziel. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es so sehr. Man wird das Dreckszeug einfach nicht los. Weil hier natürlich eine ganz leichte, kaum merkliche, aber doch feststellbare Strömung ist. Und ich weiß nicht, was ich machen soll.
Wir könnten hier zumachen. Wäre jetzt aber auch nicht unbedingt zielführend. Hier gibt es einige kaputte Häuser.